Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen hier im H3 in Ehningen zum RTF1 Sporttalk. Traditionell im Dezember geht es immer um das Sportjahr 2013, einen Rückblick. Wenn man jetzt einen allgemeinen Jahresrückblick, wenn man davon ausgeht, würde man sagen, es ging im Wesentlichen um ziemlich schreckliche Naturkatastrophen, um die Bundestagswahl, um einen neuen Papst, vielleicht auch um eine neue Bescheidenheit. Aber besonders eindrucksvoll in den letzten Tagen war die weltweite Trauer um den Ex-Präsident Nelson Mandela. Und das ist auch für uns Sportler durchaus von Bedeutung, weil er steht ja auch für den Glauben an die ja, integrierende Kraft des Sports. Diese vielfältig beispielhafte Persönlichkeit wollte einfach über alle Rassen weg und über alle Grenzen friedlich vereinen. Und das ist natürlich irgendwo auch das Ziel. Und da wird es auch tagtäglich gelebt. Wir wollen uns also auch unterhalten über Fairness, natürlich über alle anderen Dinge auch, international, national, regional. Ganz aus der Perspektive unserer heutigen Gäste, die ich Ihnen namentlich vorstellen darf. Herr Knut Kircher, Ex-FIFA-Schiedsrichter, Bundesliga-Schiedsrichter aus Hirschau. Herzlich willkommen. Dankeschön. Dann Andreas Rill hat dieses Jahr ein großes Abschiedsspiel beim SSV Reutlingen gemacht und ist Co-Trainer in der Saison dieses Jahres. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Frau Patricia Stefani, Spielführerin bei den Tussis in Metzingen. Danke für den Besuch. Danke auch, hallo. Und René Staus ist Zehnkämpfer im Präsidium des WLV und natürlich ja, auch Trainer bei den LAV Stadtwerke Tübingen. Herzlich willkommen im H3 in Ehningen. Vielen Dank, hallo. Wir wollen so ein bisschen vorgehen. Am Anfang vielleicht jeder über sein persönliches Highlight dieses Sportjahres nachdenken und dann nachher über allgemeine Highlights und dann sprechen wir darüber. Herr Staus, was war für Sie persönlich sportlich Ihr Highlight? Also mein persönliches sportliches Highlight waren eigentlich zwei. Zum einen zunächst das Mehrkampf-Meeting in Ratingen. Da ja, war ich Teil eines richtig erfolgreichen Zehnkampfes. Es haben 7 Leute über 8000 Punkte gemacht. Das war ja eine Seltenheit. Ich selber habe mich auch deutlich verbessert und wurde anhand dessen dann zu einem Ländervergleichskampf nach Amerika eingeladen, durfte in San Diego, Kalifornien, den Zehnkampf bestreiten und habe da meine Bestleistung nochmal verbessert. Habe dort auch noch den Meeting-Rekord vom ehemaligen Zehnkampf-Weltmeister Tom Pappas geknackt. Und ja, also das war auf jeden Fall für mich das Highlight. Können wir das vielleicht ein bisschen in Zahlen fassen? Natürlich weiß jeder, über 8000 Punkte ist unheimlich viel. Aber wenn man jetzt den ersten Tag in Ratingen nimmt, der besonders erfolgreich war, was für 5 Leistungen haben Sie da erbracht? Also ich habe nach dem ersten Tag in Ratingen 4200 Punkte ungefähr erreicht. Ich bin 11,05 Sekunden über die 100 Meter gelaufen. In Ratingen bin ich, glaube ich, knapp über 7 Meter gesprungen in Amerika. Nehmen wir meinen ersten Tag in Amerika, der war noch ein bisschen besser für mich persönlich. Gerne. 7,59 Meter im Weitsprung. Dann Kugelstoßen 14,30 Meter ungefähr habe ich dort gestoßen. Dann im Hochsprung der Meeting-Rekord mit 2,16 Meter. Und dann noch eine 52, irgendwas über durch 400 Meter, was jetzt nicht so ganz meine Lieblingsdisziplin ist. Aber die Hochsprungleistung ist natürlich die zweite Lieblingsdisziplin eigentlich von Ihnen. Ja, also tolle Leistung. Mir war das wichtig, damit man nicht nur ja, 4200 Punkte ist, ein bisschen abstrakt. Frau Stefani, Ihr persönliches Highlight im Sportjahr 2013. Ja, also ich kann leider keine Rekorde oder Zeiten vorweisen, die ich geknackt habe, aber wir haben zumindest mal den Klassenerhalt geschafft in der ersten Liga, was wirklich toll für uns war. Wir haben lange in der zweiten Liga gespielt, haben da vorne mitgespielt und haben dann vor 2 Jahren eben den Aufstieg in die erste Bundesliga geschafft und eben dieses Jahr den Klassenerhalt. Das ist wirklich toll und jetzt kämpfen wir natürlich in der zweiten Saison nicht mehr ganz um den Klassenerhalt, sondern gucken wir, dass wir das Feld ein bisschen aufmischen und ja, das ist die vorrangige Aufgabe von uns. Da sprechen wir nachher noch drüber. Herr Rill, was war Ihr schönstes sportliches Erlebnis persönlich 2013? Ja, also ich hatte dieses Jahr die Ehre, ein Abschiedsspiel von meinem Verein zu bekommen. Ich habe 28 Jahre in Reutlingen Fußball gespielt und habe dann heute, also dieses Jahr, meine aktive Karriere beendet. Und das war für mich einfach ein unglaublich emotionales Erlebnis, wo über 1000 Zuschauer dabei waren und wir konnten dann dieses tolle Erlebnis auch noch nutzen, um
Geld zu sammeln für eine wohltätige Einrichtung, nämlich die Arche in Mehringen, die sich um kranke Kinder kümmert. Und ja, für mich war das einfach ein toller Tag und ja, ein tolles Erlebnis. Obwohl es ein Abschied war. Ein Abschied, so kann man es ja nicht ganz nennen, ja. Weil ich ja jetzt nicht ganz aus dem Verein abgeschieden bin, sondern einfach nur jetzt den nächsten Schritt gemacht habe und in das Trainerteam aufgestiegen bin. Und ja, aber es wird schon was anders, neben dem Platz zu sitzen, nicht mehr drauf zu sein. Der Herr Kircher hat übrigens dieses Abschiedsspiel gepfiffen, wenn ich es richtig informiert bin. Was war Ihr persönliches Highlight, Herr Kircher? Ja, mein persönliches Highlight als Schiedsrichter ist mir da immer ein bisschen bescheiden. Ich sage jetzt mal, in der Bilanz waren die richtigen Entscheidungen deutlich überwiegend gegenüber den falschen. Und das ist schon mal als Schiedsrichter eine positive Bilanz, die man dann hat, wenn man dann am Ende einer Saison, da bin ich ganz bei mir selber auch mal ein bisschen egoistisch, wenn man dann am Ende einer Saison zum beliebtesten Schiedsrichter der Profis, aus Sicht der Profis gewählt wird, dann ist es schon eine Auszeichnung, wo man sagt, kommt, die hefte ich mir gern mal an. Das ist okay, das sind die Praktiker auf dem Feld und wenn die dann einen so akzeptieren und einem vertrauen, dann passt es, dann freut mich das. Das ist das eine. Das andere ist natürlich aus Fußballersicht, wo man sagt, Triple Bayern war unglaublich. Wobei ich mir immer gern im Sommer die Leichtathletik anschaue, ja, und dann Hochachtung, diese Werte, die sind ja sensationell. Da kommen wir noch im Detail noch drauf. Ja, das will ich auch gar nicht genauer ausdiskutieren. Ja. Also das waren so Highlights. Ich denke, das sind wirklich die Top-Highlights, da muss man natürlich aber auch viele andere Dinge runterfallen lassen, wo mich freut, wenn meine Kinder dann irgendwo mal sagen wir, Grenzen erreichen und da vielleicht noch drüber hinauskommen. Und dann freue ich mich riesig für die hier und freue mich dann auch selber. Sie haben auch Dortmund-Bayern gepfiffen? Habe ich auch schon gepfiffen, ja. Und ist das ein besonderes Highlight? Ist das was anderes wie ein normales Spiel? Und wenn ja, wie unterscheidet sich so ein Spiel? Ist ja fast wie Reutlingen. Ja, das war so ähnlich präsent wie dein Abschiedsspiel, Andreas. Ja, das war... Das du übrigens auch verdient bekommen hast, fand ich klasse, eine tolle Veranstaltung, was ich gerne gemacht habe. Nein, Dortmund, Bayern, das ist klar, das müssen Sie sich vorstellen, das wird in über 250 Ländern live übertragen. Da ist der Druck ein bisschen größer als bei einem anderen Spiel, ja, aber dennoch sind es 11 gegen 11 und die haben das Runde muss ins Eckige, um das mal plakativ und einfach auf den Nenner zu bringen. Aber das sind schon ganz andere psychologische Spielchen dann auch wirklich im Spiel, die, ja, wo versucht wird, auch ein Schiedsrichter mal ein bisschen mehr zu belasten. Aber das ist okay, da freut man sich, das ist eine Aufgabe und die kriegt sicherlich auch nicht jeder. Und dann ist es auch eine Auszeichnung, wo man sich freut, wenn man so einen Berg vor der Brust hat. Ja. Der Herr Kircher-Harrill hat schon die Brücke ein bisschen geschlagen von den persönlichen Highlights zu den allgemeinen Highlights. Er hat angesprochen, das Triple der Bayern. War das für Sie auch eins, Harrill? Ja, das war aus Fußballsicht natürlich das Highlight, muss man ganz klar sagen. Das war eine unglaubliche Leistung, die der FC Bayern da abgerufen hat. Nicht nur, dass sie es gewonnen haben, auch die Art und Weise war, glaube ich, ja, außergewöhnlich. Und wir versuchen das natürlich auch als Vorbild zu nehmen, um natürlich in unseren Möglichkeiten da sich ein bisschen schick abzuschneiden. Aber war schon toll, da vom Fernseher zu sitzen und sich die Spiele anzuschauen. Und Patricia Stefani hat das Champions-League-Finale angeguckt? Ja, live sogar. Also es war wirklich eine tolle Erfahrung. Wir waren im Stadion und wir hatten eine einmalige Möglichkeit. In London? Ja. Und da können wir von Reden nur erblassen. Ja, die Welt ist doch ungerecht. Das ist ja ungerecht. Also nee, ich könnte sie als nicht. Handballerin auch noch ein Fußball-Endspiel anzuschauen. Okay, aber ich habe es wirklich gebührend gefeiert und ich habe es wirklich für alle, die zu Hause geblieben sind, genossen. Und es war wirklich eine tolle Stimmung und die Mannschaften haben es beide verdient, in dem Jahr im Finale zu stehen. Und ja, hat noch ein tolles Gastgeberland und das hat alles gepasst. Was war das Besondere, live im Stadion zu sein? Was war da besonders, außer der Stimmung oder so? Was sieht man besser als im Fernseher bei so einem Spiel? Ja, besser sieht man eigentlich nichts. Also man sieht ja eigentlich eher schlechter. Das denke ich nicht. Das ist ja das Problem an der Sache. Deswegen gehe ich auch nicht so oft ins Stadion, mal abgesehen davon, dass die Zeit einfach nicht reicht, weil wir selber spielen. Aber die Stimmung ist einfach super. Wenn zwei deutsche Mannschaften im Champions-League-Finale spielen, ich glaube, ja, als deutscher Fußballinteressierter kann man sich nichts Schöneres wünschen. Gab es eigentlich auch ein paar Engländer im Stadion oder war das im Wesentlichen Bayern- und Dortmund-Fans? Also ein paar gab es schon. Ich habe jetzt nicht so viele entdeckt, weil ich einfach mit allen mitgejubelt habe, aber es gab sicherlich viele und sie waren sehr gastfreundlich und deswegen war es ein tolles Erlebnis. Toll. Herr Staus, Ihr Highlight jetzt nicht persönlich, sondern allgemein? Ja, natürlich sicherlich die Leichtathletik-Weltmeisterschaft.
Das war ein großes Highlight, so jetzt innerhalb der Leichtathletik-Szene, aber eben auch außerhalb, wie man sieht. Das haben ja noch mehr Leute verfolgt. Das kam dieses Jahr groß in allen Medien. Das war richtig gut für die Leichtathletik. Ansonsten eben auch, ja klar, das Fußball-Triple von Bayern oder auch die Formel-1-Weltmeisterschaft. Das waren natürlich alles sportliche Highlights dieses Jahr. Bei der Leichtathletik-WM müssen wir ein bisschen einen Wermutstropfen auch auspacken, weil es war ja im Vorfeld eigentlich fast kein Sprinter mehr übrig, außer Usain Bolt. Die wurden alle nacheinander des Dopings überführt. Wie sehen Sie das? Wir hatten hier mal eine Talksendung auch mit Pericles Simon, der ja sozusagen da sich ganz an die Speerspitze stellt und sagt, ja, fast alle Medaillen, außer vielleicht beim was weiß ich, Segeln oder so, das Boot gedopt, sind gedopt. Wie denkt man da als Leichtathlet drüber, wenn man dann ein nach dem anderen plötzlich da wegfallen sieht und denkt, ja, den Bolt braucht man natürlich als Galionsfigur? Ja, also das ist natürlich auf jeden Fall ziemlich schade, auch für das Image der Leichtathletik, auch für allgemein für das Image des Sports. Ja, dass da immer wieder Leute erwischt werden, ertappt werden. Ja, das ist auf jeden Fall nicht gerade förderlich. Also ich denke, da haben auch viele das Interesse dran verloren. Man sieht es beim Radsport, die leiden da ja natürlich ziemlich drunter. Das ist auf jeden Fall eine Sache, gegen die auch die Leichtathletik ankämpfen muss und auch ankämpfen wird. Es gibt ja momentan diesen Gesetzesentwurf, dass gegen Dopingsünder und auch die es eben vertreiben, noch härter vorgegangen wird. Das finde ich auf jeden Fall gut, um eben letztendlich doch nach wie vor das Ziel zu verfolgen, dass man einen sauberen Sport hat, in der Hoffnung, dass es klappt. Denken Sie, dass es irgendwann mal nur möglich wird? Schwierig, sicherlich, weil also meistens natürlich die dopen wollen, irgendwo eine Möglichkeit finden und vielleicht auch den Dopingfahndern immer einen Schritt voraus sind. Das macht die ganze Geschichte natürlich nicht einfach. Also da kann man natürlich auch immer wieder nur viel über die Moral der Sportler argumentieren oder dazu plädieren, dass für einen sauberen Sport, ob es letztendlich funktioniert, bleibt fraglich. Ja. Ich habe Sie schon als Tausendsassa angesprochen. Sie sind natürlich auch ein Funktionär. Jetzt gibt es viele Leute, die sagen, die ganze alte Riege, ja, von Bach angefangen bis, die müssten eigentlich alle weg, weil die wollen gar nicht energisch gegen den Dopingkampf aufnehmen. Wie sehen Sie, Sie sind beim WLV-Präsidium Athletensprecher. Was haben Sie für einen Eindruck? Ist da ein Wille da, den Sport sauber zu kriegen? Also ich kann jetzt momentan nur für den Württembergischen Leichtathletikverband sprechen. Also wir sind auf jeden Fall ein großer Verfechter gerade auch dieses Gesetzesentwurfs. Also wir sind da einer der wenigen, muss man leider sagen, die von Anfang an gesagt haben, jawohl, wir machen das, wir verfolgen das, sodass also jetzt aus Sicht des WLVs auf jeden Fall der Wunsch und der Wille da ist, für einen sauberen Sport zu kämpfen. Wie das natürlich jetzt in höheren Gremien, jetzt sei es jetzt beim DOSB oder so aussieht, intern, da kann man nicht Mäusle spielen und das rausfinden, aber meines Erachtens ist auf jeden Fall der Wille da. Natürlich gibt es immer wieder Leute, die vielleicht irgendwo im Hintergrund versuchen, das Ganze auszubremsen, aber ja, da muss man eben aktiv dranbleiben. Das Image ist ja schon richtig schlecht, weil man kann ja sagen, sozusagen dieser Bürgerentscheid gegen die Olympischen Winterspiele, München-Garmisch 2022, ist in erster Linie vielleicht auf das Misstrauen diesen Funktionären gegenüber der Kommerzialisierung zurückzuführen. Wie sehen Sie das? Ja, also das hängt sicherlich mit zusammen. Also wenn man auch jetzt, momentan ist ja Sotschi ziemlich viel in der Presse, wird die Natur zerstört, es werden Steuergelder ohne Ende rausgeschmissen. Ich denke, das war sicherlich eine sehr, sehr große Angst von den Bewohnern in diesem Gebiet. Und vielleicht hat da auch ein Teil ja, von der mangelnden Aufklärung gefehlt, dass man eben wirklich sagt, jawohl, wir wollen was erreichen, dass man die Leute dazu motiviert hat im Hintergrund, ob das so wirklich funktioniert hat. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das vielleicht alles so ein bisschen eine Hauruck-Aktion war, die eventuell nicht ganz durchdacht war bis zum letzten Ende. Und ja, ich vermute, dass es daran gescheitert ist. Frau Stefani, wir wollen ein bisschen über die Bundesligisten unserer Region sprechen. Wir haben ja immerhin ganz viele im Handball, im Basketball und natürlich auch bei den Frauen. Die Tussis Mitzingen, da kommen wir noch drauf. Welche Bundesligamannschaft verfolgen Sie noch außer der ihrigen in der Region? Ja, so Neuhausen auf jeden Fall. Leider sind sie ja letztes Jahr abgestiegen und das hat mir also persönlich auch wirklich ja, leid getan, weil sie haben eigentlich eine gute Saison gespielt, aber die Handball-Bundesliga ist eben sehr, sehr stark, wie sie auch selber gemerkt haben. Und wenn dann nicht die nötigen Mittel dahinter stehen, ist es schwierig, sich da zu etablieren. Ich hätte ihnen auch gewünscht, dass sie gerade noch den Klassenerhalt geschafft hätten und dann sich auf eine neue Saison hätten konzentrieren können, eine zweite und dann nochmal angreifen zu können.
Aber ja, die zweite Liga ist auch stark. Wie Sie gespürt haben, Sie hatten anfangs ein bisschen Schwierigkeiten, sind jetzt besser reingekommen. Das verfolge ich auf jeden Fall. Und ja, ich meine, Balingen ist auch ums Eck. Und Walter Tigers auch auf jeden Fall. Also da guckt man auch immer, was die Ergebnisse machen. Was macht der Herr Rill? Welche Bundesligist in Tübingen? Hat man ja die Auswahl mittlerweile. Ja, klar. Also bei uns, bin ja auch Lehrer an der Geschwister-Scholl-Schule und wir sind Partnerschule der Walter Tigers. Klar guckt man da, wie die gerade drauf sind. Sind leider im Moment, ja, haben sie ein bisschen Probleme. Sonst Neuhausen, Chris Dürner hat da lang gespielt. Der Markus Gaugisch ist da Trainer gewesen, die ich persönlich kenne. Und natürlich auch Volleyball. Rottenburg versucht man so oft so möglich hinzugehen. Leider spielt man ja am Wochenende selber meistens und da ist es manchmal schwierig, die Termine unter einen Hut zu bekommen, aber in der Zeitung liest man auf jeden Fall nach. Was für einen Eindruck haben Sie, um das aufzugreifen, weil wir haben heute niemanden von Walter Tigers hier, weil die natürlich im Augenblick extrem beschäftigt sind. Was haben Sie für einen Eindruck? Ist ja ein bisschen eine schwierige Situation, gilt ja für den Fußball auch. All die Jahre haben die Tigers versucht, das Management, junge Spieler zu holen und die natürlich sozusagen auszubilden und dann, ja, wenn sie dann gut waren, dann waren sie weg, aber sie waren zunächst mal hungrig. Dieses Jahr haben wir den anderen Weg versucht, ein bisschen mehr Erfahrung einzukaufen und der Schuss ist ein bisschen nach hinten losgegangen. Es wird gelegentlich so ein gewisses Söldner-Image vorgeworfen. Wie sehen Sie es? Ja, ich denke einfach, also wenn ich das sehe, wie viele junge, aktive Basketballer wir an der Schule haben, versuchen die schon sehr auf ihren eigenen Nachwuchs zu bauen. Es ist natürlich unglaublich schwer, weil das Niveau sehr hoch ist, für deutsche Nachwuchsspieler sich da in der ersten Liga zu etablieren. Ich denke aber auf lange Sicht muss Tübingen versuchen, weiter auf die eigene Jugend zu bauen, weil es einfach vom Finanziellen natürlich nicht die Möglichkeit hat, wie jetzt die großen Club Alba Berlin oder FC Bayern München. Von dem her sehe ich das schon so, dass sie eigentlich versuchen müssen, weiter auf junge Talente zu setzen. Ich glaube, das ist eher der richtige Weg. Was verfolgt der Herr Kircher? Welchen Bundesligist? Rottenburg? Ja, mitunter natürlich, klar. Volleyball beim TVR, das ist das eine, regional gesehen, speziell Rottenburg. Das andere ist natürlich auch die Tigers, dann Balingen, Waldstätten, Handball, Neuhausen. Ich war schon das ein oder andere Mal bei den jeweiligen Veranstaltungen mit der Familie. Ist immer spannend. Ja, es hat was. Ja. Aber es ist natürlich auch ein terminliches Problem selber mit den eigenen Spielen. Aber wenn man dabei ist, dann ist man wirklich fasziniert von der Stimmung, die da in der Halle herrscht. Gehen wir auf Ihr eigenes Geschäft zurück. Da gab es in diesem ablaufenden Jahr relativ viel zu diskutieren. Stichwort Phantomtor. Wie sieht es der Herr Kircher? Es ging damals um das Tor, das keins war, weil der Ball von Kislings Kopf von außen ins Netz rein ist. Man kann es kaum glauben. Die armen Hoffenheimer haben keine richtig intakten Netze gehabt. Und so hat Leverkusen dann das Spiel gewonnen. Das hat sogar den Herrn Klopp natürlich noch maßlos verärgert, weil die dadurch zwei Punkte gewonnen haben. Wie sieht der Herr Kircher so ein Phantomtor? Ja, so Phantomtor sind Dinge, die die Welt nicht braucht. Ja, aus Sicht der Schiedsrichter, aus Sicht der, die emotional beteiligt sind, weil es letztendlich, weil es zum Phantomtor geworden ist, es eigentlich nur Verlierer gibt. Ja, sei es moralische Verlierer, sei es emotionale Verlierer oder tatsächlich dann in der Tabelle, weil es so anerkannt wird. Aber der Schiedsrichter ist in dem Fall ein Verlierer, der beteiligte Spieler ist ein Verlierer. Es werden mit solchen Geschichten keine Helden geboren und von daher sind es Dinge, die die Welt nicht braucht. Naja, ich bin einer, der sagt, wenn wir so ein Torerkennungssystem hätten, dann her damit. Und das nicht seit gestern oder seit diesem Phantomtor, sondern schon länger. Wie genau? Im Ball eine Technik oder Videoanalyse oder wie sehen Sie es? Das ist mir völlig egal. Eine Technik, die funktioniert, da bin ich als Ingenieur ganz eigen. Ja. 1:1, ganz schwarz und weiß gedacht. Wenn wir ein System haben, das funktioniert, das schnell das erkennt, dann ist mir die Technik, die da dahinter steckt, völlig egal. Das interessiert mich zwar, aber im Ergebnis ist es dann egal. Zweiter Punkt ist Problem bei der Verhältnismäßigkeit. Also ein Trikotzupfer gibt eine gelbe Karte und wenn der Torwart den Arjen Robben da bei den Schenkel aufschlitzt, weil er einfach zu spät dran ist, dann ist es auch eine gelbe Karte. Wie sehen Sie das? Ist das ein Problem, diese Verhältnismäßigkeit? Ja, jetzt haben Sie natürlich zwei Extrembeispiele gerade gebracht. Ja. Es gibt ganz klares Regelwerk, das vorschreibt, wann ist gelb, wann ist rot. Und es gibt in diesem Regelwerk natürlich auch einen Ermessensspielraum und der ist je nach Situation, wie man es wahrnimmt, anzuwenden. Ich hätte bei der einen Situation, wenn es nur im Trikot ist, dann schon gelb auch belassen. Bei der anderen, bei Robben, lässt sich durchaus diskutieren, ob dieser Angriff nicht brutal war, um die Gesundheit des Gegenspielers gefährdend. Nachweislich ist sie gefährdet worden. Ja, also da kann man sich durchaus auch über eine andere Farbe unterhalten. Aber das kann man im Nachgang. Und wenn Sie selber auf dem Feld sind, dann sehen Sie das Ganze einmal und dann müssen Sie mit dieser einmaligen Wahrnehmung die Sanktionen treffen. Und
und es wird hinreichend diskutiert im Nachgang, ob das richtig oder falsch war. Und das ist doch das Schöne, dass jeder diskutieren kann. Man kann den ehemaligen Spieler, den Herrn Rill, auch vielleicht noch dazu nehmen bei dem anderen. Handspiel im Strafraum ist natürlich auch ein bisschen so ein Ärgernis. Ja? Also ein Abwehrspieler kann eigentlich mittlerweile nur noch mit angelegten Armen da angreifen. Wie soll er dann irgendwie eine Grätsche oder irgendeinen Kopfball machen, ohne die Arme zu gebrauchen? Wie sehen Sie das mit dem Handspiel im Strafraum? Früher war es absichtlich oder nicht absichtlich. Jetzt wird praktisch eigentlich jedes Handspiel zum Elfmeter. Also als Spieler sehe ich das natürlich als sehr unglücklich an. Ist auch sehr schwer für die Schiedsrichter. Ich meine, wenn man aus 2 Metern mit über 100 Stundenkilometern einen Ball irgendwo gegen eine Hand geschossen bekommt, da hat man nicht mal Zeit zu reagieren. Und was dann jetzt eine natürliche Handbewegung war oder unnatürlich, das ist natürlich schwer zu erfassen. Wie gesagt, Knut hat es ja schon richtig gesagt, es sind wenige Sekundenbruchteile und der Schiedsrichter hat keine Zeitlupe. Also ich finde es sowohl für die Schiedsrichter als auch für die Spieler sehr, sehr schwierig. Wie sehen Sie, Herr Kircher, pfeifen Sie da ein bisschen mit Gefühl mit dem Berühmten oder ist Hand Hand? Nein, das ist eine Mischung aus Erfahrung, Gefühl und Kenntnis des Regelwerks. Das ist alles mit dabei und in dem Moment, wie Sie das wahrnehmen. Aber ich muss das andere zuerst mal noch mit aufgreifen, was der Andreas Rill gerade gesagt hat. Das finde ich ja klasse, diese Nachsicht und diese Einsicht, die er so hat, in den vielen Jahren erlangt. Das ist prima. Das ja, außerhalb vom Spielfeld ist das auch gar kein Problem. Nein, das ist hervorragend. Aus dem Weg zum weißen Olymp, das ist wirklich gut, wenn er das dann als Spieler dann auch immer gemacht hätte. Aber das kommt so im Nachhinein. Ich traue ihm das durchaus zu als Trainer von draußen mit der emotionslosen Sicht und mit der tatsächlich fachlichen Brille. Nein, es ist natürlich nicht so einfach, aber wie Sie es darstellen, dass Hand Hand ist und früher war es absichtlich und jetzt unabsichtlich, das ist ein bisschen plakativ einfach dargestellt. Würde jetzt eine Sondersendung wirklich beanspruchen, um das von Grund auf zu diskutieren. Es ist schwer, das ist gar keine Frage. Der Fußball ist schneller geworden und es wird dadurch nicht einfacher, dass wir es nur einmal sehen, aus dem Blickwinkel des Schiedsrichters und des Assistenten. Wir haben gewisse Schablonen, die wir anlegen und wir haben in letzter Zeit eine nicht besonders hohe Trefferquote. Das gibt man zu. Das ist auch gar keine Frage. Aber ich denke, es ist alles gerade ein bisschen auch medial sehr, sehr sensibilisiert, sehr arg sensibilisiert. Und wo man dann jedes Mal, jetzt haben sie wieder keine Ahnung, was Handspiel ist und da ist es wieder und da ist nicht. Da kämpfen wir genauso an der Front und dem stellen wir uns auch und da gucken wir, dass wir das wieder in geordnete Bahnen bringen, sodass wirklich auch jeder kapiert und jeder weiß, hey, das war jetzt in Hand und es war zu Recht Hand und es war keins. Vorher haben Sie gesprochen, Herr Rill, vom Runterbrechen des perfekten Fußballs von Dortmund oder Bayern, ja, für den Amateurbereich. Wir haben ja immer bei diesem RTF1-Sporttag das Generalthema Spitzensport in der Region. Leider können wir uns mit dem Fußball damit nie so richtig beschäftigen, weil selbst Oberliga Reutlingen oder Oberliga Balingen ist natürlich so hartes Dingemark fünfklassig. Woran liegt es? In Reutlingen ist zum Beispiel, da sind Sie ja jetzt noch, ein tolles Stadion, eine Infrastruktur, eine Tradition. Ja? Woran liegt es, dass man da aus diesem, dieses Jahr läuft es ja besser, der Kontakt nach oben ist noch da, aber dass man nicht so richtig rauskommt aus diesem Bereich des, ja, was weiß ich, Spitzenamateurfußballs? Da muss ich jetzt weit ausholen. Ich versuche es mal kurz zu fassen. Also, na klar, ich glaube, jeder, der in Reutlingen mal beim Fußball war, weiß, dass wir ein unglaubliches Stadion haben, dass wir eine unglaubliche Fankultur haben. Wir haben eine Tradition hier in Reutlingen und wir spielen definitiv in einer Liga, die dem nicht entspricht. Aber ich denke einfach, das hat einfach mit dieser Geschichte vor der Insolvenz zu tun, wo einfach viel, viel Geld, verpulvert worden ist, wo einfach viel Vertrauen kaputt gemacht worden ist gegenüber der Reutlinger Wirtschaft. Und es ist einfach im Fußball so, dass ein gutes Sponsoring, ein finanzieller Background da sein muss, um einfach erfolgreich da Fußball spielen zu können. Wir sind jetzt gerade dabei, dieses Vertrauen wieder aufzubauen. Ich glaube, der Verein ist auf dem richtigen Weg. Wir arbeiten grundsolide. Es darf auf jeden Fall am Ende der Saison keine roten Zahlen mehr geben und auf dem Weg sind wir. Und ich hoffe, dass wir mit der guten Leistung, die wir dieses Jahr schon eigentlich erzielt haben, auch das Vertrauen in die Sponsoren wieder gewinnen können und auch mehr Zuschauer wieder ins Stadion locken können, sodass wir hoffentlich in naher Zukunft wieder höherklassig spielen. Vielleicht kann ich dann irgendwann mal zu Ihnen kommen, wo wir dann wieder im Profibereich sind. Das wünsche ich Ihnen, wäre voll super. Frau Stefani, Geld spielt in Metzingen keine Rolle, nehme ich mal an, weil Sie haben jetzt die Bernadette Memesch, wenn ich es richtig ausspreche, verpflichtet, eine Vollspitzenspielerin mit 22 Länderspielen in Ungarn. Genau, Bernadette Temes heißt sie. Hemmes, Temes, ja, genau. Okay, ja. Also ja, Geld spielt keine Rolle, würde ich nicht sagen, vor allem nicht bei uns in der Region. Also das ist absolut falsch. Aber die Breite des Kaders und die Qualität des Kaders spielt auf jeden Fall bei uns in der Saison eine Rolle.
Und da hat man einfach letzte Saison gemerkt, nach dem Aufstieg und auch jetzt in der Vorrunde, dass wir relativ dünn besetzt sind. Also wenn da sich die eine oder andere Rückraumspielerin und gerade im Rückraum verletzt, dann wird es knapp. Und es wird auch nach vorne knapp. Wir wollen es nicht nach hinten orientieren, sondern nach vorne. Und da wird es eben knapp, mit den Spitzenmannschaften mitzuhalten, wenn man nur eine Besetzung aufzuweisen hat. Und dementsprechend wollten wir ja eigentlich schon vor der Saison reagieren. Das war aber dann nicht möglich. Und ja, jetzt haben wir zur Rückrunde nochmal eine Verstärkung bekommen und hoffen, dass wir natürlich die Vorrunde bestätigen können und uns im vorderen Teil der Tabelle platzieren können. Persönlich zur Freude von der Frau Stefani, weil die spielt die gleiche Position wie Sie, oder wie versteht sie das? Rückraum, Mitte. Also ich freue mich immer, wenn wir neue Spielerinnen bekommen. Wird man dann selber mehr gefordert. Also Konkurrenz belebt ja immer noch das Geschäft. Und wir spielen einen Mannschaftssport. Und da kann man nicht nur auf sich gucken, sondern muss gucken, dass man das Team voranbringt. Und sie wird dem Team auf jeden Fall helfen. Deswegen freue ich mich auf jeden Fall, dass sie da ist. Die Spielführerin hat gesprochen. Herr Staus, bei Ihnen müssen wir ein bisschen über die LRV Stadtwerke Tübingen sprechen. Es hat Schlagzeilen gemacht, dass jetzt richtig 17 Top-Athleten für die LRV starten, aber auf der anderen Seite nicht in Tübingen trainieren, weil ja die Trainingsmöglichkeiten nicht ganz so top sind und der Leichtathlet ja bekanntlich im Winter gemacht wird. Wie sehen Sie die Situation der LRV vor dem Hintergrund, dass man so tolle Athleten jetzt da hat? Ja, also muss man dazu sagen, wir sind jetzt wirklich richtig gut aufgestellt personell. Wir haben eben jetzt 5 Neuzugänge noch dazu bekommen. Sie dürfen ein paar Namen nennen. Wir haben zum einen Fabian Heinle, ein jugendlicher Weitspringer, Bestleistung 7,91 Meter. Dem traue ich die 8 Meter zu. Jugendlich ist der mit 7,91 Meter. Genau, richtig. Oh. Also da wackelt vielleicht sogar dann jetzt der Vereinsrekord von Peter Rapp mit 8,10 Meter. Wir haben noch eine weitere Weitspringerin, die Lisa Steinkamp. Die war in der Halle deutsche Meisterin, draußen Dritte bei den deutschen Meisterschaften mit 6,58 Meter. Wir haben einen David Nopper, das ist auch noch ein jugendlicher Hochspringer, 2,15 Meter. Der versucht, Konkurrenz für den Herrn Staus. Konkurrenz für mich selber, genau. Der versucht nächstes Jahr bei der U20-Weltmeisterschaft dabei zu sein, also auch noch jugendlicher, Jahrgang 95. Wir haben Elina Sterzing, sie ist Dreispringerin, war draußen und drinnen Dritte bei den deutschen Meisterschaften, bei der U23-EM mit dabei. Und als Fünftes haben wir noch den Moritz Riekert, ein Sprinter, der auch richtig schnell unterwegs ist, der auch noch Weitsprung macht, springt auch über 7,50 Meter weit, sodass wir da richtig gut aufgestellt sind, weil die LAV Stadtwerke Tübingen ist auch ein Bundesligist, was viele gar nicht so richtig wissen. Also wir starten auch in der ersten Bundesliga. Wir haben einmal im Jahr einen Mannschaftswettkampf und messen uns da mit verschiedenen Vereinen eben aus Deutschland. Da wurde das System geändert. Im kommenden Jahr werden die Männer und Frauen zusammengewertet. Und ich denke, inklusive unserer Neuzugänge haben wir da ein starkes Team und hoffen, dass wir die Dauersieger aus Köln endlich mal schlagen können. Wir waren wieder Zweiter dieses Jahr und wir hoffen, dass wir bald jetzt mal die Goldmedaille angreifen können. Und ist das kein Problem, wenn die denn alle nicht in Tübingen trainieren können? Also ein Teil davon trainiert ab und zu in Tübingen. Wir haben die Elina Sterzing studiert zum Beispiel in Tübingen. Also wir haben alle von diesen Neuzugängen haben eigentlich eine Verbindung nach Tübingen. Also es ist jetzt nicht so, dass die wild irgendwo herkommen. Aber wir haben natürlich die schwierige Situation, wir haben noch weitere Bundesligisten, wir hatten es gerade davon, die Walter Tigers trainieren in Tübingen, die Handballer aus Neuhausen trainieren in Tübingen und die Rottenburger trainieren, alle wollen sie in die Paul-Horn-Arena, sodass da natürlich immer wieder Schwierigkeiten gibt, speziell die Spiele unter der Woche, die uns auch betreffen, wir sind dann bei minus 5 Grad im Stadion und es ist eben ein Volleyballspiel in der Halle, sodass das natürlich immer schwieriger wird, die Situation für uns, gerade im Winter. Mit dem wir momentan zu kämpfen haben. Es gibt immer wieder Überlegungen und Bemühungen, eventuell da die Situation zu verbessern. Und ich hoffe auch sehr, dass es da ja weiter vorwärts geht, sodass eben auch alle Top-Athleten die Möglichkeit haben, in Tübingen sinnvoll zu trainieren. Jetzt sind da so viele Top-Athleten, alle in Tübingen. Und die Tübinger Bevölkerung könnte eigentlich den Wunsch haben oder wünscht auch, dass man die einmal beim großen Sportfest sieht. Ist daran mal gedacht? Man hat ja noch die Kenianer, die auch im Juni oder so mit Rudisha und Lagat gibt es wahrscheinlich auch nicht mehr ewig. Ja. Ist daran mal gedacht, dass man die einmal der Tübinger Bevölkerung oder Umgebung präsentieren kann mit einem Abendsportfest oder so? Das Stadion ist ja da. Ja, also das ist auf jeden Fall eine sehr große Überlegung. Wir sind da auch gewillt, das zu machen. Auch hier kämpfen wir leider immer wieder mit den Fußballern, die eben auch gerne ihre Spiele im Stadion abhalten wollen.
Wir kämpfen auch damit, dass nach der Saison der Rasen 6 Wochen ruhen muss. Da darf kein Speer drauf liegen, da darf kein Diskus drauf liegen. Das heißt, es ist also sehr, sehr schwierig, die Situation. Aber wie gesagt, wir haben es vor. Wir hatten in diesem Jahr schon ein Sportfest, ein Abendsportfest. Es wurde leider durch den Regen etwas gebremst. Aber wir versuchen das im nächsten Jahr wieder zu machen. Eventuell auch noch ein zusätzliches Meeting. Wir haben auch einen Kinderleichtathletik-Wettkampf gehabt, bei dem die Top-Athleten zumindest als Gäste dabei waren. Die haben den Kindern dann ein paar Sachen gezeigt beim Warmmachen. Ja, sodass wir da also wirklich dran arbeiten und ich hoffe, dass es im nächsten Jahr wirklich klappt, um mal alle zu präsentieren. Wir haben vorher ein bisschen die Schwierigkeiten dargestellt, die es so im Regelwerk gibt. Es gibt natürlich auch die unschönen Szenen mit Bengalos und so im Stadion oder was weiß ich mal, beim SSV Rötlingen sind irgendwie Fans aus der Rolle gefallen. Aber darüber wollen wir jetzt eigentlich nicht reden, sondern im Sinne von Mandela ist auch ein bisschen... Die Gästefans, ja, genau. Natürlich, wer sonst. Und jetzt die Frage natürlich, vielleicht jeder überlegt nebenher, Herr Kircher, Sie dürfen anfangen, eine besonders schöne Situation, ein schönes Beispiel für Fairness im Sport im vergangenen Jahr oder wann auch immer. Ja, mir fällt spontan ein sehr tolles Erlebnis ein, was ich dieses Jahr hatte, wo ich dabei sein durfte. Das hat aber weniger mit Fair, sondern mehr mit Integration zu tun. Ein integratives Erlebnis, eine AHA-Mannschaft, namentlich der FH Mönchberg, hat nur mal ein Freundschaftsspiel ausgetragen gegen eine Mannschaft aus einem Behindertenwohnheim in Herrenberg. Und zwar haben die das so integrativ toll gemacht, dass die auch noch gemischte Mannschaften gemacht haben. Also nicht jetzt Mannschaft A gegen Mannschaft B, sondern die haben sich selber untereinander auch gemischt. Und ich glaube, der Erfolg dieser ganzen Geschichte war der, dass wirklich die Zuschauer Spaß hatten, dass die Spielerinnen und Spieler Spaß hatten und dass das ein wunderbar herzliches Miteinander war. Und es hat mich so fasziniert, denn das zeigt ja wieder, dass Sport und auch der Fußballsport, egal welcher Sport, dass der wunderbar herhalten kann und funktioniert für Integration. Das war mein, in der Sparte, positives Highlight 2013. Beispiel für Fairness, Herr Rill. Also mir fällt jetzt ein spontanes Erlebnis in der Schule ein. Wir richten ja natürlich auch Fußballturniere an der Schule, die organisiere ich. Und wer schon mal so ein Fünfer-Fußballturnier von 5. Klässlern miterlebt hat, der weiß, da gehen die Emotionen höher als bei jeder Weltmeisterschaft. Und da war ein Junge, der mir echt in Erinnerung geblieben ist. Das war das Endspiel und er hat einen Foul begangen, das... nicht gesehen worden ist, also und daraus resultierte dann ein Tor und da ja auch Schüler da Schiedsrichter sind und die natürlich nicht unfehlbar sind wie unsere Schiedsrichter in der Bundesliga, wurde dieses Foul nicht gesehen und dann ist der 5. Klässler hingegangen, hat gesagt, lass es nicht zählen, es war ein Foul und es war im Ernst. Und es war schon für und mich die Klassenkameraden haben natürlich gelüncht. Nein, wir haben ihn nicht gelüncht, aber das ist natürlich für einen Mut er da gehabt hat, als 5. Klässler hinzugehen und zu sagen, nee, in so einem wichtigen Spiel zu sagen, nee, war kein Tor, weil es ein Foul war, das ist schon beeindruckend gewesen. Der Schiedsrichter hat es dann auch zurückgenommen? Ja, klar. Super, tolles Beispiel. Frau Stefani, Frauen sind immer fair oder wie muss ich das sehen? Ja, ich wollte gerade sagen, also warum begrenzen wir uns auf ein Beispiel? Also ich würde sagen, ja, im Handball, ja, wir haben Regeln und die werden eingehalten und da geht es zwar hart zur Sache, aber es geht immer fair zur Sache. Und auch die Handball-Bundesliga oder wenn man jetzt die WM anschaut, also das ist ein Gegeneinander, aber es ist auch ein Miteinander. Und so würde ich auch bei uns die Bundesliga und den Handball bezeichnen. Also das sind keine so Riesenrivalitäten wie vielleicht im Fußball, wo die Leute sich da Nase an Nase oder mal im Kopf gegeneinander hauen. Also es gibt es halt im Handball wirklich nicht. Und was einen auch immer fasziniert, wenn der Schiedsrichter was pfeift, natürlich meistens richtig, aber wenn man es auch mal nicht so richtig für gut findet, der Ball wird hingelegt und dann ist die Sache erledigt. Gibt es da eine Mordsanktion oder ist das auch ein Zeichen von Fairness? Ja, also natürlich gibt es eine Sanktion, aber... Im Handball wissen wir eben, dass die Konsequenzen existieren und auch angewandt werden. Im Fußball ist die Konsequenz eben nicht gegeben und das ist das große Manko beim Fußball. Deswegen sieht man ja, was da passiert. Ich hoffe, es ändert sich in nächster Zeit, wird sich aber wahrscheinlich nicht. Aber ich habe immer noch die Hoffnung. Es ist ja schon so, dass Handball zum Teil auch im Fernsehen oder so relativ grob aussieht, aber wenn man es mal in Natura sieht, ist wirklich wahr, ist es relativ fair. Ja, auf jeden Fall. Und man ist die Härte gewohnt und deswegen sieht es von außen wahrscheinlich hart aus. Aber man weiß, was man darf und was man nicht darf. Und wenn man was macht, was man nicht darf, dann wird man dementsprechend auch bestraft. Und das weiß jeder von links nach rechts und der Schiedsrichter auch. Und man sieht
aufgrund des kleinen Felds natürlich, auch die Sachen direkter. Also beim Fußball muss man den Schiedsrichtern ja auch gut zugute halten. Der Raum, den man abzudecken hat und den man gleichzeitig beobachten muss, ist riesig. Und beim Handball ist es eben so, entweder sind alle vorne oder alle hinten und nichts passiert im Rücken. Mhm. Und dementsprechend ist es dann auch einfacher von dem okay, her. Okay. Faires Beispiel aus der Leichtathletik. Ja, da fällt mir ein, bei der Leichtathletik-WM dieses Jahr gab es einen Vorfall, da wurde jetzt im Nachhinein auch ein Fairnesspreis verliehen, und zwar im Kugelstoßen der Männer hatte der deutsche Teilnehmer, der David Stroll, hatte einen richtig guten Versuch. Der Kampfrichter dachte, er hat vorne den Balken berührt von oben, dann wäre der Versuch ungültig. Es stand ein Fotograf daneben, der hat eine Bildreihe gemacht, die eindeutig bewiesen hat, er stand nicht vorne auf dem Balken drauf, ist sofort zum Kampfrichter gegangen, hat ihm das gezeigt und dann hat der Fotograf in Kooperation mit dem Kampfrichter eben klargestellt, er war nicht ungültig und der Kampfrichter hat den Versuch gültig gegeben und anhand dieses Versuchs wurde er dann Weltmeister, der David Stoll. Und ja, man sieht also, dass da auch die Kooperation mit den Kampfrichtern richtig gut funktioniert hat und ja, im Nachhinein hat der Fotograf und der Kampfrichter haben beide jetzt einen Fairnesspreis verliehen bekommen und das fand ich eigentlich eine ganz nette Geste. Was macht der Herr Kirche, wenn da einer mit seinem Handy kommt und das Video zeigt, dass der Ball klar hinter der Linie war? Ja, dann, das geht doch gar nicht. Dann schaut er schön bedeppert auf das Handy und kann trotzdem leider nichts machen. Ja. So weit sind wir, genau, sind wir noch kann, nicht. Der kann nämlich nichts machen. Nein, nein, nein. Die Technik dürfen wir insofern nicht einführen, weil es nicht erlaubt ist. Wen wir es denn da auch so argumentieren? Ja, kommen wir zur Schlussrunde, Herr Staus. Persönliche Wünsche für 2014 und natürlich, der letzte Satz ist, wer wird Fußball-Weltmeister 2014? Oh, schwierige Frage. Also zunächst, das ist überhaupt nicht schwierig. Ich weiß nicht. Also für mich natürlich zunächst persönlich, ich würde mich sehr gerne weiterhin im Zehnkampf auch weiter verbessern. Ich hoffe, dass ich da in meinen schwachen Disziplinen, vor allem im Laufbereich, noch ein bisschen was tun kann, ein bisschen was erreichen kann. Und versuche mich da weiter zu etablieren. Auch eben für unseren Verein, für die LAV Stadtwerke Tübingen, hoffe ich, dass wir gerade bei diesem Bundesliga-Wettkampf weiter vorne mitmischen können. Fußball-Weltmeister. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass es Deutschland wird. Auch ich hoffe, dass mich dafür jetzt niemand hasst. Wir sind ganz unter uns, genau, das kriegt gar niemand. Sehr gut. Ich vermute, dass vielleicht aus dem südamerikanischen Raum, sei es Brasilien, Argentinien, in die Richtung, dass dort der Weltmeister herkommt. Frau Stefani, persönlicher Wunsch und wer wird Weltmeister? Ja, persönlicher Wunsch, auf jeden Fall also erstmal verletzungsfrei. Also in letzter Zeit haben sich die Verletzungen hier so in der Region ein bisschen gehäuft. Aber verletzungsfrei und natürlich wäre es toll, wenn wir uns nach der Hauptrunde beim Handball auf Platz 1 bis 6 irgendwo wiederfinden und die Playoffs spielen können. Das wäre natürlich toll. Und natürlich wird Deutschland Weltmeister. Also, Wer im Wembley-Stadion war, hat Ahnung. Genau, richtig. Und es wird auf jeden Fall ein Team im Finale stehen, was aus dem Raum kommt. Die Unterstützung ist immer im Heimland groß. Deswegen, es wird hart, aber ich glaube, wir spielen auf jeden Fall vorne mit und ich drücke die Daumen, dass es klappt. Herr Rill, was wünscht sich der Trainer? Ein Trainer wünscht sich immer neue Spieler. Nein, nein, wir wollen natürlich. Nein, wir wollen natürlich weiter den Abstand zur Tabellenspitze verringern mit Reutlingen, weiterhin attraktiven Fußball spielen. Wir haben ja ein großes Vorbild hier im FC Bayern, die ja so toll spielen. Nein, wir versuchen natürlich weiterhin unseren Spielstil zu verbessern, attraktiv Fußball zu spielen, Zuschauer zu gewinnen, um dann die Möglichkeit zu haben, so schnell wie es möglich ist, mal eine Klasse höher zu spielen. Das ist unser Ziel. Wer wird Weltmeister, Herr Rill? Also da muss ich der Frau Stefani natürlich absolut recht geben. Ein gewisser Patriotismus gehört dazu. Klar wird es Deutschland und wir haben es jetzt endlich mal verdient. Herr Kircher, persönliche Wünsche und wer wird Weltmeister? Ja, persönliche Wünsche sind, denke ich, einfach gesund zu bleiben für sich und die Familie, für die Region, Spitzensport, möglichst alle Beteiligten in Bundesligen, tolle Erlebnisse und tolle Ergebnisse. Und wer wird Weltmeister? Ich denke, wir diskutieren schon wieder, wer wird Weltmeister, mit welcher Taktik spielen wir. Vor allem die Deutschen sind da Diskussionsweltmeister, ob in der Doppel-6, in der falschen 9 oder sonst irgendwas. Wenn letztendlich die verflixte 7 im Finale von Deutschland das entscheidende Tor schießt, sind wir alle glücklich und so, denke ich, wird es ausgehen. Also Deutschland
kann ich mir nur wünschen, wird Weltmeister. Herr Stau ist 3-1. Ich hoffe es natürlich für Deutschland, ja. Und wie gesagt, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Moderator hat keine Meinung, das ist klar. Liebe Zuschauer, wir sind am Ende unserer Sendung. Ich wünsche, dass Ihre persönlichen Wünsche in Erfüllung gehen. Und natürlich, dass Deutschland Weltmeister wird, gar keine Frage. Ansonsten darf ich Sie darauf hinweisen, wir haben den nächsten RTF1-Sport-Talk am Dienstag, den 7.1. Da geht es auch um Spitzensport in der Region, nämlich um Kunstradfahren. Wir haben da neue Zweier Weltmeister gerade ganz aktuell und die werden wir hier begrüßen mit Herrn Dieter Mauthe zusammen. Und ansonsten darf ich Ihnen sagen, habe ich Mittag noch gefunden von Churchill, das habe ich wahnsinnig überrascht. Da habe ich immer gemeint, er hat immer No Sports oder sowas gesagt. Er hat aber auch gesagt, keine Stunde im Leben, die man im Sport verbringt, ist verloren. Ich darf Ihnen im Namen des ganzen RTF1-Teams frohe Weihnachten wünschen und alles Gute im neuen Jahr. Danke für Ihr Interesse. Auf Wiedersehen.